Ja, heute wird mal wieder gekocht. Lost Recipes auf der Oculus Quest. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ihr schaut Feuerwalz. Ich bin Sascha und heute wird mal wieder gekocht. Aber nicht actionreich, sondern sehr, sehr chillig. Ich schaue in das neue Shell Games Lost Recipes, welches ihr jetzt im Quest Store findet für 14,99 €. Es gilt gleich, 9 traditionelle oder sehr altertümliche Rezepte nachzukochen. Ich treffe gleich auf einen Geist, der diese alten Rezepte noch alle kennt und der zeigt mir, wie das Ganze funktioniert. Ohne Zeitdruck, ohne Punkte. Es geht gleich wirklich nur darum, dass ich das sehr vernünftig mache. Wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze aussieht, wie ich mich anstelle, das seht ihr jetzt in diesem Video. So Leute, los geht's mit Shell Games. Ja, wie gesagt, I Expect You to Die haben die schon mal gemacht. Und jetzt geht's ums Kochen, was ganz anderes. Historische Gerichte warten jetzt auf mich. Und ich bin echt gespannt, was mich hier so erwartet. So, erster Eindruck hier im Menü, das ja, ein bisschen unruhige Kanten, kennt man so von der Oculus Quest, ne? Ansonsten kein Menü. Ich kann 3 Speicherstände nutzen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten an, ne? So, wie gesagt, das ist ein chilliges Spiel. Das ist ja nicht so ein Action-Kochspiel, ne, wie man das sonst so kennt. Und hier, grab and tear off of the tab. Use the grip button to grab the tab and pull it off the flyer. Okay, das ist schön scharf, das gefällt mir. Kann man das hier bimmeln? Ne, was ist denn das? Eine Glocke? Oder, das ist eine Lampe, okay. So, grab me. A new volunteer? Okay, da kommt der Kochgeist, ne? Jetzt ist ein Geist und der sagt mir jetzt, was ich zu kochen habe, ne? Teleport to the ghost flame. Press up some stick, please. Okay. Zack. Hi, Geist. Well done. I've got some ghosts who'd be real excited to meet you and share their recipes. I think you'll have a lovely time. Okay. Ja, werde ich haben. To learn how to get around the kitchen. Okay, das ist die Küche. So, pull yourself along the follow ghost. Use grip button on any counter edge to move. Also, ich kann das hier festhalten und dann kann ich hier so, guck mal, mich hier komplett bewegen, wie ich möchte. Turn right and ring bell. Use some stick to snap turn. Okay, kein smooth turn, aber ich kann mich jetzt hier so praktisch fortbewegen, ne? Und dann drehen. Das ist okay. Ja, ich kann auch gleich die Höhe einstellen, so wie ich möchte. Was ist das? Guck mal, Leute. Ist das cool? Läuft das über? Nee. Und alles muss er kaputt machen. Was ist das? Achso, ich wollte schon sagen. Okay. That's what I like to see, ja, ich hab's geschafft. Now remember, yeah, hab ich was gewonnen. Take your time and pay attention to the recipes. Ja, mache ich. Ich, also, ich soll mir jetzt Zeit lassen. Where should we start you off? Ah, yes. Okay, so. Drehen kann ich mich jetzt hier nicht. Hold B und Y to reset position. Okay, das machen wir doch. Die hat er alleine gemacht. So, da haben wir einmal Griechenland, ne? Antikes Griechenland, 0 von 5 Sternen. Ja, jetzt ist gut, komm. And remember, there's no rush. You've got all the time in the world. Okay, also es geht hier nicht auf Zeit, also es geht hier wirklich um, ja, dass man vernünftig kocht, filigran kocht, ne, dass man das richtig toll zubereitet. Also ihr habt hier alle Zeit der Welt, ich auch. So, wir gucken nochmal in die Center. So, Teleport on off, smooth natürlich. So, Haptics all ist klar. Read aloud, machen wir einfach mal und lassen die ganzen Einstellungen hier für die Sounds, kennt ihr, ne? Save, close, reset. Und Counter-Grab mache ich natürlich an, ne? So, und dann machen wir das Ganze auf Save. Return to Tutorial. So, dann würde ich sagen, ich kann jetzt hier auch nur das erste anwählen. Also es gibt jetzt nachher 3 verschiedene Küchen. Das andere war, glaube ich, irgendwas mit Chinesisch oder so. Und dann irgendwas mit den Mayas oder so. Und es sind im Ganzen 9 Gerichte. Also es ist nicht mega viel. Aber wir schauen mal, wie lange man einfach, ja, für ein Gericht überhaupt braucht, ne? So. Dann machen wir jetzt hier dieses Griechische, ne? Okay. Und schauen mal, was so auf mich zukommt. Also wie gesagt, man hat alle Zeit der Welt. Es geht hier wirklich darum, dass man das schön macht. Oh, das sieht cool aus. Is perfect. I was hoping to so, get ich kann mich jetzt an die Stellen teleportieren, wo ich hin muss. Well, let's get you situated.
I've got a lovely recipe I want you to try. So ganz Follow verstehen me. Tue ich den aber nicht, ne? So, teleport to the ghost, flame, press up on some stick. Okay, das hatten wir ja schon. Zack. Now Panathina is our largest festival. Athletic games, music and of course... Das sieht aber okay aus von der Optik, Leute. Das ist jetzt hier nicht großartig am Flimmern oder so, ne? Ist schlichte Optik, aber es sieht gut aus. Grapes, wir können auch ein bisschen hier so ein bisschen tiefer, so ist besser. So. Tablet? Should have everything you need to get started. iPad? Nein. Was soll ich machen? Okay. A mixing bowl about a fill, a mixing bowl about a third full with olive oil. So, fill a mixing bowl about a third full, also ein Drittel. Okay. Ach, guck mal, Leute, das bewegt sich sogar da drin, ne? Schlabber, schlabber. Schlabber, schlabber, schlabber. So, was ist ein Drittel? Ein Drittel ist mehr wie ein Viertel, ne? Ja. Drittel voll, ne? Oh, olive oil. Prized among my people. Okay, ihr seht? Literally. We've used Man muss das wirklich... You win a chariot race during Panathina. You get 144. So, was ist hier ein Drittel? Es hat geblinkt. Geblinkt hört sich gut an. Ist das okay? Das ist doch nicht ein Drittel, oder? Ja, doch, 3. Oh, noch ein bisschen. Mehr geht nicht. Hallo? Es ist leer. Dann weg damit. So. So. Add to the marinade. Spoon of Thymian und 3 Spoons of... Also Spoon ist das hier, ne? Das ist ein Löffel. Hi. So. Thymian ist... Das ist spiegelverkehrt hier, das Zeichen, ne? Guck mal so. Aber einen. Okay, guck mal, kommen sogar so Blätter raus. Okay, wenn es blinken macht, habe ich es richtig gemacht, ne? So, und 3-mal Rosmarin. 1, 2... Wollt ihr auch rein? Blim, blim. So, das sieht doch schon mal ein bisschen nach Suppe aus hier, ne? So. Add the olives and let them marinate. Are you a fan of green olives or black olives? Oh, ich kann die sogar essen, Leute. 1. Perfect. Now, those will need to marinate for a bit. Did you know green olives are just black olives that haven't had as much time to eat? So. In the mortarium, use the pestle to grind. Oh, the tools and ingredients for making... Kann ich das mitnehmen? Ah, das kann ich sogar mitnehmen. Guck mal, Leute. So, in the... Use the pestle to grind sea and barley grains into flour. It should be... Okay, ich drehe mich mal. Das finde ich schon mal cool, dass man das hier mitnehmen kann, ne? So einfach da so hinstellen. Zack. So, das, ne? Das ist das Mortarium, ne? Das wusste ich vorher schon, so. Use the pestle to grind sea and barley. Was ist denn hier was? Oh, Leute, das ist aber echt ein bisschen schwer. Also ich brauche auf jeden Fall das hier, ne? Das sieht aus wie... Ich weiß es nicht. Okay. So, wir haben hier diesen gelben Topf und wir haben hier diesen roten Topf. Ich glaube, das ist das, ne? A mix of sea grain, oh, sea is another name for farro, okay. And barley will make a hearty pita. Habe ich. It should be half full of after grinding. Das ist einfach mit da drauf kippen. Okay. Ich hab fertig. So. Add a spoon of Salz. Okay, Salz kriegen wir hin. Und splashes of... Was? Also das und das je ein, ne? Look at all these ingredients. Okay. We want about a 5-3 mix of flour to liquid. That's the ratio for most bread. Water, oil and milk. Ich mach einfach alles hier. Take your time measuring things out. Ist das richtig? No den. Und den auch noch, ne? So, jetzt habe ich einen Knödel gemacht. Smooth the dough until it's a round ball. Then let it rise. Ja, habe ich hier. Round and smooth. Wonderful. So, fresh caracal with light... Was? Schmeiß das wieder da rein. So, nehme ich das mit? Jetzt soll ich irgendwie zum Ofen oder was? Wo ist denn der? Da? Also ich bin ja ein bisschen nah dran an den Ofen hier, ne? Was soll denn das? So, ich will da reingucken. Ah, oh, ja. So, Ofen.
Was soll ich machen? Ich hab hier... Ach, da unten ist das, ne? Guck mal, ich kann mich hier so, ne, anmalen. Kriegsbemalung. Kann man essen? Ne. So, noch mehr? So, kann man den Kopf da reinstecken, ne? Oh, ich bin im Ofen, Leute, mir wird ganz warm hier. So, und jetzt? So. Split the dough in half with a knife. Roll it with a pin to flatten. Was? Looks like the oven is hot enough to start making some pitas. So, ich soll... Ah, da muss ich jetzt hin. Ja. Ich brauch das Ding hier, komm mal her. So. Hallo. So. Den legen wir mal dahin. Wieso ist denn... Ach, das habe ich da hingeschmissen, ne? So. Bleib schön da stehen. So. Jetzt machen wir das Ganze wieder so ein bisschen hier, dass das passt. Das finde ich cool mit dem Anpassen hier, ne? Okay, split those in half with knife. Also das Ding einmal so in der Mitte durchschneiden. Braucht man nur berühren. Zwei Stück soll ich machen, ne? Okay, guck mal, die hatten damals hier nur so einen Knüppel, ne? Statt eine Küchenrolle. Aber auch damit konnte man natürlich dem Ehemann einen drüber zimmern, wenn er besoffen nach Hause gekommen ist. Okay, man muss nicht wirklich rollen. Es reicht, wenn man so macht, okay? Was soll ich? So, put Pitas in... Ich mache hier eine Pita, jetzt raff ich es langsam. Okay. So, die Pitas kommen jetzt in den Ofen. Aber es ist chillig, es ist mega chillig, Leute. Gut, let's let that bake. So. Zugemacht das Ding. So, pour off the meat and put the olives in a small bowl. Remember to serve the grapes too. Okay, ich hab keine Ahnung. Wo soll ich hin? Ach, da, okay. Warum bin ich so klein? Hey, das wollte ich nicht. Okay. So. Was soll ich jetzt machen? Pour off the marinade and put the olives in a small... Jetzt soll ich die Oliven da wieder rausholen oder was? Was denn? Hab ich doch! Mehr geht nicht! Mach ich das hier richtig? Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich hier tun soll. Oh, I smell smoke. Was? Was denn? The pitas are done when they are golden brown. Oh, es qualmt, es brennt. Shit. Oh, die sind gut geworden, oder? Ja komm, da ist noch so ein bisschen goldenbraunes dran. Ich finde das okay, oder? Place the meal on the serving table. Pour off the marinade and place the meal on the serving table. And ring the bell. Ach komm Leute, so schlecht sind die doch gar nicht geworden, oder? Ach, das kommt mit, das brauche ich gar nicht mitnehmen. Wieso ist denn der Teller da so weit weg? Ach komm Leute, so schlecht ist es. Es sieht fast so aus, oder? Der Teller ist auf jeden Fall gleichfarbig. Finde ich. Ja, ich komm schon. Wie soll das... Nee, ich will die ganze Schüssel. Kann man das hier draufstellen? Ach cool, guck mal, wollen nicht zweimal laufen. Nicht umfallen hier. Das lebt, Leute, guck mal. Nee. So, es lebt. Es lebt. So. What a wonderfully simple recipe, but so nutritious. Don't you think? Ach so, okay. So. Let's see how we did. Shall we? Nyabuka. Ist doch geil, oder? Das ist meine Kreation. Okay, er isst alles auf. Ich habe die Arbeit, er ist am Fressen. Oh, nostimo. That was pretty good. Das war richtig gut, auch meine Kreation hier. Oh Leute, ich krieg sogar 4 Sterne von... Looks bestimmt like 4, ne? Nicht ganz, down. Okay. Cooking, okay. Ja, es ist... Ja, das ist meine Art, Pita zu machen, okay. So, das war das erste Gericht. Jetzt darf ich einen Nachtisch machen. Dann gibt es noch was ist das? Souvlaki, ne? So, und diese zwei hier, die sind noch gesperrt. Also ich mache jetzt noch das Luca Modus für euch hier. Ich bin ein bisschen durcheinander. Meine Pitas haben mir alles gegeben jetzt hier gerade. So, die Küche ist die gleiche.
Und we dann schauen wir mal. Call them honey tokens. They were given out as prizes. So. Was denn? Okay. So soll es nachher aussehen. Kleine rote Kugeln und irgendwie so eine Schüssel hier mit einer Soße. So, in the mortarium, use the pestle to grind sea grains into flour. Ist das das? It will be helpful, ja, ne? Flour after grinding. Okay. So, also man nimmt hier dieses, was ist das, Seegras oder was ist das? Sea grains? Ich habe keine Ahnung. Grinding flour from scratch takes a lot of elbow grease. Das sieht doch gut aus, ne? Komm, wir müssen mal probieren. No. Habe ich gut gemacht, auf jeden Fall. So. A spoon of salt, some water and a splash of sourdough starter so, to form the dough. Spoon of, also wieder so ein, das Salz, ne? A little bit of salt can make ein bisschen Wasser taste even sweeter. Es macht noch nicht Pling, ne? So, und dann ein Splash, was ist ein Splash? So, habe ich. Smooth until it's a round ball. That looks perfect. Hier, come over here, where I am. Scheiße, Leute, ich hab's aufgegessen. Ach, er ist wieder da, zum Glück, ich hab ihn wieder ausge... Ja, ihr wisst schon. Okay. Ich komme. Aber es sieht nicht optisch okay aus, Leute. Wirklich, es ist völlig okay. So, was soll ich machen? Ich brauche wieder Kohle. Und das schmeißen wir jetzt da drunter. Ah, ich habe mich verbrannt, ey. Okay, das kann man auch durchs Gitter schmeißen. Kann man es auch durchs Fenster schmeißen? Das geht nicht. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich habe das angemacht hier mit so ein, ne? Ihr wisst schon. Okay. Heat up oil in the frying pan until it boils. So, soll ich das ja schon drauf tun? Bring the large dough ball over to the pan. Scoop out at least 6 dough balls, dropping each one into the boiling oil. Okay. Was soll ich? Nicht, dass das hier gleich wieder alles anbrennt, ne? Ich nehme es erstmal runter hier, komm. Das brennt gleich wieder hier, dann schreit der wieder. Ja. Look at that. It's doubled in size. Ah, guck mal, ich kann hier da was draus bauen. Okay. Don't worry about spills. Das ist doch geil, ne? Was haben wir? 6 Stück? Ja, ich kann das, ne, Leute? Wollt ihr auch mal? 4, 5 und... While you're waiting for those to fry, they can look out the window. Schmeckt gut. That's so. Parthenon. We just finished it. Let dough balls fry when they are deep gone brown. Move each dough ball to the plate. The patrons of Athens and goddess of wisdom and war. Okay, was ist denn hier schön golden braun? Jetzt fangen sie an zu... Das ist doch schön golden braun, oder? Was denn? Those look a little pale. Was? They feel undercooked to me. Hör, ich tue es ja wieder rein, ist ja gut. Okay, sieht ein bisschen besser aus, ne? Es macht nicht Pling, dann ist es nicht gut. Nee, nee. Mach mal hier fertig. So, bisschen so. Ein bisschen, ne? Schrabbelwabbel. Ah, komm, jetzt passiert was. Jetzt fertig. Macht noch nicht Pling. Oh, look at that. Ah, jetzt aber. Ah, die Plingen. Golden brown. Let them cool a bit before adding the honey sauce, so they'll be crispy. Man kann ja auch den Löffel nehmen. Ich gehe da mit meinen Poten hier da rein. So. So, das tun wir aber daneben, sonst wackelt gleich die Hütte hier. So. In dieser Bowl kommen in ein halb Water, ein halb Honig. Ich stelle das jetzt erstmal dahin, ne? Nicht, dass ich will da jetzt gleich volle Sterne haben. So. Was soll ich machen? Dann brauche ich aber das hier. Tu das hier mal weg. So. Kommen in ein halb Water, ein halb Honig. Also halb Wasser und halb Honig. So. Mal her hier, Honig. Honey, the food of the gods.
Ambrosia. Hab ich. So. Was denn? The pan aside and bring the bowl of was läuft denn hier? To a boil. Oh, falsch rum. So. Move the pan aside and bring the bowl of honey mixture to boil. Was? Was soll ich machen? Ah! Okay. To a boil. Was ist ein Boil? Ich habe keine Ahnung. Use the spoon to dip each golden dough bowl. Move the pan aside and bring the bowl of honey mixture to a boil. Soll ich das so machen? Ist das richtig? Ich mach das einfach mal. Nee! Oh, I'll get that. So. Use the spoon to dip each golden dough bowl. Ach, scheiße, ich wollte den Löffel. Honey mixture. Opa, I can't wait. Muss ich doch jetzt warten? Achso, wenn Shiny, die scheinen doch schon. So. Dim, dim. Okay. Fertig. Use the grater to sprinkle some fresh cinnamon on top of each dough bowl. Okay. Mach ich. Ich mach alles. Alles, was du willst. So, ich nehme jetzt so ein Ding hier. Perfekt. Just one scrape of cinnamon per dough. Das sieht doch geil aus, ne, oder? Rasieren kann man sich auch damit. Wolltest du mal? So. In another bowl, add one part wine, three parts water, a splash of honey and a cinnamon stick. Okay, also ich muss so einen Stick mitnehmen hier, ne? Okay. Ich brauche die Schüssel. Ich habe keine Schüssel. Was in der Another Ball? Ich habe keine Another Ball hier. Bist du doof? Schütter mal aus hier so. Okay, so wir brauchen Wein. Wein ist da vorne. Sieht man auch hier an den Trauben. So, in Another Ball add a part wine. When you're using the wine from the end of harvest, you always want to so, three parts of water. It makes it harder to tell how old and musty it is. Hab ich? A splash of honey. Hab ich? Und hier so ein Dingen hier, so ein. Geh mal her. Den komplett da reinschmeißen? Cinnamon's my favorite. Funktioniert. Hey, you know, so, heat the honey wine until it's boiling. Okay, jetzt muss ich auch nochmal hier das Ding hier aufheizen, so. Ah, guck mal, der kommt jetzt so langsam, ne? Ah, oh, das riecht richtig gut. Mm-hmm. Ich muss was essen hier, komm, ich mach Hunger. Komm mal. Ja, komm. Schick, schick. Was denn? Achso. Serve the heated wine in a Kilix. Wo ist denn das? Was ist ein Kilix? Wo ist denn hier so ein Kilix-Ding? Sowas habe ich nicht. Ach, da unten. Okay. A Kilix is by far the best way to drink wine. It's shallow, okay. So it makes you want to slow down. Du singst auch mal rein. Sit back, relax, debate some philosophy. All that good stuff. So. Muss das da rein? So. Place the bell on the serving table and ring the bell. Ich habe alles gegeben hier, ring the bell. Komm, hier ring the bell. Das fallen mir da nicht runter, ey. So, top, ne? Das glänzt und das ist super und. Are they ready? Hau rein. Let's give them a try then. Shall we? Ja komm. Jammer. Ich habe alles hier super gemacht. Nom, 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 nom. Ist das eine Fressmaschine hier, ehrlich? By Zeus, that was magnificent. Just like habt ihr das gehört? During the festival. Ich kann jetzt demnächst für euch kochen, Leute. Ja, hier, volle 5 Sterne. Ja. Habt ihr anderes erwartet? Guck mal hier, Präsentation sogar 5. Ne? Also ist doch mega, was ich hier geschafft habe. Continue. Okay, Leute, jetzt könnte ich dann Souvlaki machen. Und dann kommen natürlich auch die anderen 6 Rezepte. Es sind leider nur 9 Rezepte. Es ist relativ einfach, aber es geht ja auch mehr um diesen Lernfaktor. Ne?
Gut, Leute, optisch sieht das ganz cool aus, macht Laune. Ja, ich sage natürlich noch was im Fazit dazu, weil mehr koche ich nämlich nicht. Ich möchte ein bisschen was übrig lassen, falls ihr euch das kaufen möchtet. Und dann sehen wir uns gleich nochmal im Fazit. Ja, da ist er wieder und meine Pita ist ein bisschen schwarz geworden, aber sie hat dem Geist trotzdem irgendwie geschmeckt anscheinend. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Man lernt wirklich alte Rezepte, die es so nicht mehr gibt, nochmal neu kennen und kann diese dann in VR ja, zubereiten. Leider war es das eigentlich auch schon und da finde ich die 15 Euro so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich chillig, ja, man hat keinen Druck, aber wenn man natürlich alle Gerichte einmal zubereitet hat, hat die vollen Sterne bekommen und 9 Gerichte sind es im Ganzen, dann hat man das Spiel eigentlich sehr, sehr schnell durch. Der Lernfaktor hier, der hält sich eigentlich relativ in Grenzen. Es wird zwar was erklärt, was man da machen soll, die Zutaten werden so leicht erklärt, aber leider alles auf Englisch, aber okay, das ist jetzt kein Minuspunkt, nur weil wir das nicht so richtig verstehen. Aber in Deutsch wäre es natürlich noch eine Runde, ja, besser gewesen. Ja, diesmal möchte ich mir dann keine Meinung bilden, auf jeden Fall keine positive oder negative über dieses Spiel, weil in dem Sinne ist es ja eigentlich gar kein klassisches Spiel. Es ist wirklich mehr so ein Fanservice, ja, für Kochfans und auch für VR-Fans, am besten seid ihr beides, dann passt es. Aber ihr seht, für die 15 Euro 9 Gerichte einmal zubereitet. Und das war es dann leider. Technisch läuft das Ding richtig rund, das muss ich sagen. Ganz cool, dass man die Theke so überall verstellen kann. Da kann ich mich dran und lang ziehen. Ich habe Teleporterpunkte. Das funktioniert alles wunderbar. Die Mechanik auch. Es macht Spaß, aber es ist sehr, 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 sehr kurz. Und der Wiederspielwert ist meiner Meinung nach eigentlich gleich null. Ja, ich hoffe, meine Kochkünste haben euch trotzdem gefallen. Dann würde ich mich natürlich jetzt mega über ein Däumchen freuen. Ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert? Ja, dann macht es gerne jetzt. Bekommt immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle. Ihr möchtet noch ein anderes Rezept sehen, das ich ausprobiere? Ihr habt eine andere Meinung zu diesem Spiel wie ich? Dann schreibt das doch gerne alles in die Kommentare. Alle Kommentare werden natürlich von mir gelesen und natürlich auch beantwortet. Ganz zum Schluss mein Discord-Server an dieser Stelle. Mit derzeit über 280 VR-Usern aus der Community. Tretet gerne bei, ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, den täglichen Daily Deal der Oculus Quest, sämtliche Applet-Neuveröffentlichungen und man kann natürlich auch einfach nur quatschen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Hier zu meiner Seite noch eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert dann auch gerne durch. Wünsche ich euch viel Spaß mit. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine schöne Woche, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.